Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich bin der Finti und heute geht es mal um Coils, um Handmade Coils. Und zwar sind das hier so Premium Alien Coils von der Firma Handmade Coils. Ja, die schauen wir uns mal unter dem Tisch an. Das sind so quasi Einsteiger Alien Coils, so in die Welt der Alien Coils. Und die testen wir jetzt mal. Ja, als erstes wollen wir natürlich schauen, wie werden die Coils geliefert. Ich habe ja schon die wildesten Sachen erlebt. Ich habe auch schon welche nur in einer kleinen Plastiktüte geschickt bekommen. War natürlich nicht so sicher. Aber die kommen hier in so ein Glasdöschen hier. Schöne festen Deckel. Alles sicher verpackt quasi. Wir haben auch hier die Außen, die Angaben drauf. Die nennt sich hier The One 3.0. Das ist auch eine Alien Coil. Also Handmade Coils machen eigentlich nur Aliens und also das sind jetzt diese Einsteiger-Alien, dachte auch der Hersteller mir, würde er das so nennen, in die Welt der Aliens. Und die haben also wirklich große Auswahl an Aliens. Da kann man auch gerne mal den Hersteller anschreiben, kontaktieren. Man kann auch nur eine Auswahl auf der Internetseite. Da kann man auch so nach Verdampfern auswählen, also nach RTA, nach RDA oder MTL oder RDL oder DL, was auch immer. Und da werden ihm dann Coils vorgeschlagen. Ich kann euch natürlich leider nicht die Seite nennen. Darf ich ja nicht, wäre ja sonst wieder Werbung. Wir testen aber jetzt hier die Coils, ist natürlich keine Werbung. Und ich wollte euch das mal so näher bringen, wie die so schmecken nachher am Ende und wie die so verarbeitet sind. Wir haben also hier bei diesen die Angabe, da sind also, sieht man ja selten, ne, bei den Coilbauern, dass sie eine Angabe der Drahtstärke machen. Das freut mich also riesig, dass man das ja hier endlich mal einer macht. Hier sind also eine Dreikern-Alien, das heißt 3x27 Gauge. Das sind also dann 3x0,36 mm ungefähr. Dann haben wir den Manteldraht, das ist dann 36 Gauge Draht. Und das sollte dann so 0,127 mm sein. Ich hatte meinen Test also 0,13 gemessen, aber es ist ja, ne, aufgerundet passt das ja schon. Ja, das ist dann hier mit 5 Windungen und 3 mm Innendurchmesser. Kommt dann bei einem Dual-Coil bei 0,14 Ohm raus. Wir schauen nachher mal, was es bei mir rauskommt. Und ja, wir gucken jetzt mal in die Dose rein, wie sie verpackt sind. Gehen wir nochmal hier oben nochmal so eine lasche Kunststoff, also eine Pappe, also sehr schön gemacht. So eine Banderole, also hier ist nicht aufgedruckt, das ist hier das Papier innen drin, wo es aufgedruckt ist. Ja, dann liegen die Coils liegen hier in so Watte eingebettet, also auch sicher. Dann nehmen wir mal hier so eine Alien raus. Ich hoffe, ihr könnt das ja erkennen, dass ihr das auch scharf stellt. Also die Qualität ist also wirklich sehr hochwertig. Ich kann da nichts erkennen, irgendwelche Unebenheiten oder Fehler oder so. Sind sehr schön gedreht alle. Beim Einbau sollte man diese Coils dann wohl auch laut dem Hersteller am besten Space Coil machen, damit die Spannungen sehr gut rausgehen aus der Coils auch und keine Hotspots bilden. Und für den Geschmack spricht das ja auch mal. Ich bin sowieso Space Coil Fan, also für mich kam das also genau richtig, dass der Hersteller das nochmal so bestätigt hat. Ja, vielleicht nochmal näher rangezoomt, da kann man das auch erkennen. Also sehr sauber verarbeitet. Ich habe hier natürlich wie immer in meinen Tests hier so eine Alien Coil auseinander gedröselt hier, damit man es erkennen kann oder nachmessen kann, was das für Drähte sind. Rein theoretisch bräuchte ich es ja nicht, weil die Drahtangaben sind ja vorhanden, was ich also sehr gut finde. Aber wir schauen dann trotzdem mal, ich halte nochmal eben den Messschieber dran. Ich habe natürlich alles schon vorher gemacht. Ich mache das ja jetzt hier für euch, für das Video. Ich habe also hier, zeigt ihr mir, muss natürlich die richtige Stelle erwischen. Durch die Kamera ist das nicht so einfach. Hier zeigt er mir 0,12 an. Ich habe nur zwei Stellen hinter dem Messschieber. 36 Gauge sollte dann eigentlich 0,127 sein. Also 1,2, ne, passt. Dann haben wir also auch NI80 Draht. Hat der Hersteller auch angegeben. Und dann haben wir hier bei 0,34, gerade war 3,5. Passt auch. Und ich könnte gerne noch mal einen anderen messen. Ich habe natürlich alle durchgemessen und da passt alles das gleiche Maß.
Hier haben wir auch 0,36, 3,5, 3,6, ja. Na, das passt also auch. Alles nach Angabe vom Hersteller stimmt schon mal überein. Innendurchmesser laut Hersteller 3 mm. Ihr seht hier 3,5 ist hier und 3 mm ist hier. Passt also auch. Wie schon erwähnt, solltet ihr bei den Coils leicht Space Coil machen. Ihr seht hier, ich habe hier kleine Zwischenräume. Das bringt also auch guten Geschmack und der Coil kann sich schön auseinanderdehnen und zusammenziehen. Und Hotspots werden dadurch vermieden und der Geschmack wird natürlich auch noch besser. Ich habe also meinen Test gemerkt, dass also diese Coils, die The One 3.0, hervorragend in zig verschiedene Verdampfer passen. Das ist hier der Juggernaut MR von Coupé Design und da passen die auch sehr gut rein von der Breite. Ich habe den in Widowmaker drin schon drin gehabt. Im Tröpfler habe ich auch reingemacht. Bei manchen Tröpfler, okay, da muss ich ein bisschen mehr Space machen, aber es passte wunderbar. Und geschmacklich waren die alle sehr gut. Und wenn wir den jetzt anfangen auszuglühen, dann müssen wir natürlich schauen, fangt mit ganz wenig Leistung an. Also hier werde ich auch nur ganz kurz immer pulsieren, ne, dass der Draht sich langsam erhitzt. Und falls noch irgendwo ein paar Hotspots auftauchen sollten, immer nur so, am besten ausglühen, dass es so dunkelrot bleibt. Und dann mal hineinschauen, auch in die Windung, ob man da irgendwelche Hotspots sieht. Und wenn er die NE80-Coil nicht gerade mit fettigen Fingern, beziehungsweise ja, extrem fettigen Fingern, wenn er nicht vorher ein Hähnchen geknibbelt hat oder so und da drauf fasst, dann werden die auch schön dunkelblau. Bei diesen Coil sollte man laut Hersteller auch die Watte ruhig etwas strammer durchziehen. Und wie bei jedem Coil immer darauf achten, dass hier auch noch genug Watte liegt. Also es darf hier nicht abgeknickt sein. Schön buschig, sodass die letzte oder die erste Windung immer noch mit Watte anliegt. So, dann schauen wir den jetzt mal auf den Akkuträger drauf und dann sehen wir uns um zum Dampftest. Die drei Kanälien von Handsmade Coils. Ja, die One, The One 3.0 nennen die sich hier. Ja, ihr habt gesehen, die Verpackung ist top, wobei wir jetzt, kommen wir direkt mal zum Fazit. Ja, in einem guten, festen, stabilen Glas, ne? Also hier richtig stabil. Sicher verpackt, in Watte gelegt, ne? Und schön beschriftet. Sauber verarbeitet, man kann also nichts erkennen, keine Spalte oder verschobene Manteldrähte oder so. Ja, was ich natürlich auch sehr gut finde, diese Angabe der einzelnen Drähte, wie dick und, oder dünn die Drähte sind. Und das finde ich schon mal gut. Wir haben sie nachgemessen, passte. Space Coil eingebaut, so wie der Hersteller es angibt auf seiner Internetseite, die ich euch natürlich nicht verlinken darf. Darf euch nicht, auch nicht den Preis nennen. Sind aber sehr recht günstig, wie ich finde, für so Aliens. Und da war ja auch die Angabe, Space Coil einzubauen. Haben wir gemacht. Wobei wir da auch schon bei dem Geschmack wären. Also wir haben auch gesehen, die springen auch sehr zügig an. Klar, ist NE80, macht es dann immer eigentlich. Und wenn er die mit einigermaßen sauberen Fingern vorher waschen oder so, dann schön einbaut, dann werden die auch schön blau. Ne? Dann brennt sich das Fett nicht so in das Material ein. Und ihr wollt jetzt sicherlich von mir noch eine Bewertung für den Geschmack wissen. Ja, das ist natürlich immer schwierig, wie immer, was Geschmäcker angeht. Aber ich möchte jetzt auch keine Vergleiche ziehen zwischen dem einen Coilbauer und dem anderen Coilbauer. Ich habe bis jetzt also wirklich noch keine Handmade-Coils, die mir nicht geschmeckt, die keinen guten Geschmack gebracht haben. Ich kann nur so viel sagen, ich bin mit denen auch top zufrieden. Die bringen einen hervorragenden Geschmack. Ich bin sowieso so ein Alien-Fan geworden. Auch Braid-Fan, aber Aliens nutze ich hauptsächlich auch so, auch beim Testen. Und ich habe ja schon viele Aliens gehabt von vielen verschiedenen Herstellern. Und
Aber auch diese schmecken mir also wirklich hervorragend. Ja, wenn ihr mal testen wollt, das sind also so Einsteiger in die Einsteigerwelt der Coils, sage ich jetzt mal so. Könnt ihr gerne den Matja mal ansprechen. Müsst ihr natürlich selber schauen, wo die Internetseite ist. Google verrät euch das bestimmt. Aber es geht auch so bei jedem Coilbauer, immer Fragen stellen. Jeder Coilbauer beantwortet euch gerne Fragen und hilft euch da auch gerne weiter. In dem Fall auch hier die Handmade-Coils, wenn ihr da mal nachhören möchtet. Aber das müsst ihr natürlich wieder wie immer selber entscheiden. Das ist natürlich hier keine Werbung. Ich habe nichts davon, wenn davon welche verkauft werden. Aber wie gesagt, entscheidet auch euch selbst, ob da was für euch wäre, so eine Elgin-Coil. Ich hoffe, euch hat es hier der Test gefallen. Wenn ihr nochmal sehen wollt, meine hervorragende Zeichnung zu diesem Test. Wow. So, da ihr jetzt mein Finti Picasso gesehen habt, wünsche ich euch noch viel Spaß und bleibt gesund. Ja, und schaltet wieder ein, wenn der Finti wieder ein neues Video hat. Ciao.